Nachmittagsarbeit. Ja? Vormittagsschule, Nachmittagsarbeit. Denn Schule ist ja nicht Arbeiten. Schule kommt aus dem griechischen Skole, und Skole war für die Griechen das, was sie machen wollten, nämlich nichts. Damals noch produktiv, indem sie denken wollten. Ja? Einfach denken. Einfach nur den Gedanken nachhängen können. Das deutsche Farniente, das war damals nämlich ein positiv besetzter Begriff. Arbeit war die Sache für die Sklaven, Ponos. Im Lateinischen heißt Arbeit Labor. Und Labor ist auch das Leiden. Ich laboriere an einer Gallenblasenentzündung. Ich arbeite jetzt daran. Also das ist Arbeit und Leiden war für die antike Bevölkerung eigentlich immer konnotiert, aber immer das Gleiche. Während wir jetzt vom Adel der Arbeit sprechen, das ist eine Änderung des Verständnisses in der Gesellschaft. Weil wir nämlich alle frei geworden sind, ist die Arbeit etwas, das den Freien adelt, was früher die Sklaven gequält hatte. Man muss diese historische Entwicklung sehr beachten. Also die Kinder mussten arbeiten, aber konnten dann vormittags in die Schule gehen. Und die Sie kennen ja diesen bösen Spruch von den zwei Argumenten für Lehrer, aber Juli und August sind nicht eingeführt worden für die Lehrer, sondern für die Kinder, nämlich für die Erntearbeit, nicht für die Freiheit. Ja? Und das hat sich gehalten bis jetzt. Aber damals wurden die Schulen gegründet, damit die lesen, schreiben können. Aber was sie dabei auch erreicht hat, ist, dass die Menschen begonnen haben zu verstehen. Sie konnten lesen Dinge, die sie vorher niemals lesen konnten, die ihnen völlig versperrt waren. Ein unglaubliches Ereignis. Früher gab es ja Schulen, die wurden von den Kirchenleuten geführt. Und wenn Herr Präsident Enzhofer gesagt hat, also nehmt jetzt die Schüler zu euch und zeigt ihnen die anderen Schulen, damit sie sehen, sie könnten Lehrer werden. Früher hat es die Kirche genauso gemacht. Sie nahm die begabten Kinder und hat gesagt, kommt zu uns, kommt zur Kirche und ihr werdet sehen, ihr werdet ein glückliches Leben führen. Und das kann jetzt also bei dem Lehrberuf auch der Fall sein. Kommt zu uns und ihr werdet sehen, wenn ihr Lehrer werdet, ihr könnt ein glückliches Leben führen. Ja. Also Schule als Ort dieser Aufklärung, von der ich vorher gesprochen habe, den Menschen nahezubringen, ihr selbst könnt wissen. Denn bedenken Sie, ich gehe zurück zu den alten Ägyptern. Nur wenige wussten, die meisten wussten nicht. Aber die Berufung der Lehrerin und des Lehrers sind, dieses Wissen der wenigen möglichst allen mitzuteilen. Sie sind die Verbreiterin und die Verbreiter des Wissens. Damit wir nicht abhängig sind von einigen, die wissen, denn wenn nur wenige wissen, sind diese wenigen die Mächtigen. Und Demokratie kann nur funktionieren, wenn dieses elitäre, nur wenige Wissen abgebaut wird, dadurch, dass wir allen das Wissen geben. Sie sind also in gewisser Hinsicht die Garanten, die einzigen Garanten, die eine funktionierende Demokratie haben kann. Es gibt sonst keine. Sie sind es, niemand anders. Niemand anders. Das ist Ihre wirkliche Pflicht, nicht nur Wissen, sondern auch Gewissen zu bilden. Selbstverständlich, dass Sie die Menschen als Ganzes bilden. Wissen und Gewissen in jedem dieser Menschenkinder, die Ihnen entgegentreten. Und dazu brauchen Sie also nur zwei Dinge. Sie müssen also sozusagen diese pädagogische Ausbildung haben und Sie müssen die fachliche Ausbildung haben. Von der fachlichen habe ich also hier schon gesprochen. Sie sehen, also wenn man in der Mathematik so ein bisschen den Überblick hat, das Ganze kann direkt spannend werden, sogar bei den einfachsten Dingen. Ich meine, man bringt den Kindern bei, also 10 Millimeter sind ein Zentimeter, 10 Zentimeter sind ein Dezimeter, 10 Dezimeter sind ein Meter, 1000 Meter sind ein Kilometer. Ich meine, und dann muss dann umgerechnet bei Litern und Hektolitern und bei Quadratzentimetern und Quadratdezimetern wird es ein bisschen komplizierter, weil da kommen hunderter Schritte und bei den Kubikzentimetern und Kubikmillimetern ist es noch viel komplizierter und das muss den Kindern alles beigebracht werden und die Sache ist ziemlich fad und langweilig. Und ich gebe zu, da passiert kein Mord, wenn man umrechnet, 25,38 Zentimeter sind wie viele Dezimeter oder so etwas Ähnliches. Also diese Beispiele sind manchmal enervierend. Aber stellen Sie sich vor, die Geschichte, die dahinter steckt. In der Französischen Revolution wurde das eingeführt, dass man diese Maße hat.
Denn früher hat man Längenmaße gehabt und hat einfach den König abgemessen, wie lang ist sein Fuß, das ist ein Fuß, wie lang ist seine Elle, das ist eine Elle, wie lang kann er seine Hand ausstrecken, das ist ein Klafter, 1000 Klafter ist eine Meile, und da musste man umrechnen. Fuß in Meile, Elle in Klafter, ist wahnsinnig kompliziert. Wer konnte das nur? Ja, nur der Rechenmeister. Und sie sind wieder gegangen und haben dann die Unzen und die Pfund umgerechnet in Tonnen und in Zentner. Und es war wirklich unglaublich schwierig. Und in der Französischen Revolution, nach der Französischen Revolution hat die Nationalversammlung erklärt, das machen wir nicht. Jeder Citoyen, jeder Bürger, jede Citoyenne, jede Bürgerin, es gab damals schon ein paar Ideen, dass es auch Citoyennen gibt. Zwar nicht alle Revolutionäre waren so gesinnt, aber einige. Es gab die Marie de Gouges, die dafür gekämpft hat, dass also auch die Citoyennes bei der Revolution mitarbeiten. Also alle sollen diese Umrechnungen selber beherrschen, dass sie nicht laufen müssen zu irgendwelchen Rechenmeistern, die einfach diese Umrechnungen durchführen. Und da haben sie eingeführt, wir führen ein Längenmaß und teilen es ein in Zehnerschritte, Meter, Zentimeter, Dezimeter, Millimeter. Das ist eine Errungenschaft, um den Menschen sozusagen Selbstständigkeit beibringen zu können, dass sie es selber können. Und sie haben extra den Meter auch so genommen, dass sie gesagt haben, nicht das Maß des Königs, also ob der König groß oder klein ist, bestimmt jetzt die Längeneinheit, sondern die Welt bestimmt die Längeneinheit. Sie sind wieder auf den Kosmos gegangen, interessanterweise. Sie haben gesagt, wir müssen nehmen als Grundlage für unsere Längeneinheit die Erdkugel, nicht? Und da haben sie gesagt, da nehmen wir den Viertelkreis, der vom Pol bis zum Äquator zieht, und teilen ihn ein in 10 Millionen Teile, und das ist dann ein Meter. Ich meine, der geht schon vom Pol über Paris zum Äquator. Ein bisschen Chauvinismus muss sein. Aber das wird dann eingeteilt in 10 Millionen Teile. Und das ist das Meter. Und ein Liter Wasser ist ein Kilogramm. Damit man also wirklich allen die Möglichkeit gibt, es selbst ausrechnen zu können. Damit man es unterrichten kann. Damit man es allen beibringen kann. Damit alle an der Revolution damals und heute an der Demokratie mitwirken können. Unsere Bürgerinnen und Bürger können nicht an der Demokratie mitwirken, wenn sie nicht aufgeklärt sind. Das ist die Grundbedingung dafür. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe bis 51 Zeit, ich bin gleich fertig, deshalb kann ich Ihnen nur sagen, Sie sind gleichsam der Angelpunkt der Zukunft dieses Landes. Nicht nur des Landes Oberösterreich, auch des Landes Österreich und auch, sagen wir mal, der Welt, sagen wir, wollen wir mal unbescheiden sein. Aber tatsächlich, das sind Sie. Wenn Sie in die Klasse kommen, Sie müssen sich, bevor Sie in die Klasse hineinkommen, und ich weiß, ich habe es selbst einmal erlebt, ich kenne das, also es gibt zwei Momente, wo man in die Klasse mit Vergnügen hineingeht. Das ist, wenn man ich war Mittelschullehrer, wenn man in eine erste Klasse hineingeht, ganz am Anfang, die erste Stunde in einer ersten Klasse. Wenn Sie da hineingehen und die kleinen Geschrappen stehen auf und schauen Sie an, mit diesem Blick, wer kommt da auf einen zu? Ist das ein Teufel? Ist das der liebe Gott? Ist das ein Engel? Ist das ein Dämon? Ja. Und sie wissen, also diese kleinen Kinder sind also in ihrer Hand wie Plastilin und sie könnten mit ihnen alles machen. Ja. Und sie sind noch ganz brav, weil sie sind ja völlig neu, nicht? Und man muss erst abchecken. Und das ist ein wunderbares Gefühl. Das Empfinden, das sie haben, was für eine Verantwortung sie haben da Menschen gleichsam wie Plastilin vor ihnen. Ja. Das Plastilin verhärtet sich mit der Zeit und dann ist der schönste Augenblick dann, also für mich als Lehrer, der Maturen abgenommen hat, war immer der zweitschönste Augenblick, wenn man die letzte Stunde hat in der Matura-Klasse. Ja? Sie werden lachen, weil Sie sagen, da hat das endlich hinter sich auch. Aber da habe ich in dieser letzten Stunde immer Folgendes gemacht, habe ich gesagt, meine Herrschaften, also 3 Minuten vor dem Läuten, müsst ihr mir sagen, dass 3 Minuten vor dem Läuten ist und dann sage ich euch noch was. Und die freuen sich alle und sagen, jetzt wird uns die Beispiele verraten oder sowas für die Matura. Aber muss ich es dann enttäuschen? Also 3 Minuten, so, ja, bitte. Ich weiß eh, wann 3 Minuten sind, aber dann. Und dann sage ich ihnen, so, und jetzt muss ich euch etwas sagen, Herrschaften. Also, ihr habt mich gequält und ich habe euch auch gequält und wir sind also aneinander mit Reibungsverlusten vorbeigegangen. Aber eines muss ich euch jetzt zum Abschluss sagen: Ihr seid unsere Hoffnung. Wir haben nichts anderes als euch. Wir haben niemanden anderen als euch. Wir sind nur für euch da. Und ihr werdet noch sein, wenn wir nicht mehr sind. Und das Einzige, was wir euch mitgeben können, ist, das haben wir euch jetzt gegeben. Ihr seid unsere Hoffnung, nichts anderes. Dann schauen Sie. Da sind Sie ganz ruhig. Auch ein wunderbarer Moment. Sie sind ganz ruhig und schauen einander an.
Das Wichtige ist, dass man dann schnell rausgeht. Die erinnern sich auch daran. Die erinnern sich daran, das war Wahnsinn, was der uns gesagt hat. Und dann kommen sie wenigstens in diesem Moment noch drauf, was sie alles versäumt haben zu lernen bei diesem armen Menschen. Aber das ist wahnsinnig wichtig. Es ist unglaublich wichtig, dass sie das mitteilen. Und jede Minute, wenn sie in die Klasse hineingehen, müssen sie wissen. Sie kennen ja diese Leute von den Finanzmärkten, die da herumgewurschtelt haben und die Welt fast umgebracht haben. Die haben immer zu sich gesagt, we are the masters of the universe. Nee. Das ist nicht wahr, das waren die nicht. Sie sind the masters of the universe. Bevor sie in die Klasse reingehen, sagen sie sich, I am the master of the universe. Es hängt, wirklich, das müssen sie machen, ganz mit autogenem Training. I am the master of the universe. Es hängt an mir. Es hängt an mir. Es hängt wirklich nur an mir. Vielleicht nicht diese Minute, diese Stunde, aber in Wirklichkeit hängt es doch an mir. I am the master of the universe. Ich muss es packen, weil ich arbeite für nichts anderes als für die Zukunft. Für nichts anderes. Und die Zukunft, wenn wir sie wirklich packen wollen, wenn wir sie rational verstehen wollen, wenn wir nicht auf den Kairos hoffen, was wir natürlich auch müssen, höchstwahrscheinlich, aber ein bisschen versuchen mitzuarbeiten, die besteht nur darin, dass wir aufklären. Dass wir aufklären und die Schule ist dieses Zentrum, dieser Fokus der Aufklärung. Und in diesem Fokus der Aufklärung stehen Sie mit Ihrem ganzen Herz und Ihrem ganzen Gemüt und Ihrer ganzen Kraft. Und ich wünsche Ihnen dazu für die nächsten Schuljahre und bis zur nächsten Tagung, wo Sie dann wieder zusammenkommen, alles Gute und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Herr Professor Daschner, genießen Sie diesen Moment. Ich versichere Ihnen, der Saal war um diese Zeit noch nie so voll. Danke.